So, dann legen wir jetzt mal los, weiter geht's. Die Erde ist 2. So, wir haben gepennt, wir haben geschlafen. Uiuiui. Wir haben versucht, da unten was aufzubauen. Dann schauen wir doch einfach mal. Das Schwein, das schwimmt da schon die ganze Zeit rum. Was macht denn das da? Gehen wir mal raus hier. Ein wunderschöner neuer Morgen ist angebrochen. Da tun wir mal den Schmodder, das verwelkte Fleisch da rein. Verwelkte Welt, keine Ahnung. So, der Zunderbuchsen, ein Flint. Haben wir überhaupt Futter? 10 Bögen haben wir, das ist ein bisschen wenig. Und ich sehe gerade, wir haben auch das dann noch keine Feder. Jetzt aber mal halblang. Den Dirt kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Tja, es wird Zeit, den Keller mal so fertig zu machen. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Wände richtig gut gemacht. Cobblestone. Alles klar. Ich schau mal in die Schatzkiste, was die Schatzkiste so zu sagen hat. Sie sagt, wir haben 6 Iron. Das ist ja nicht gerade viel. Das bedeutet, ja, richtig, ich baller jetzt erstmal, Moment, war da eine Kiste drin? Da war eine Kiste drin, Kiste drin, Kiste drin, da war eine Kiste drin, die stelle ich jetzt da runter. Gut, die erste Kiste muss eh hier hin. Wohin? Am besten, da wo eine Kiste schon hin muss, nämlich dahin. So, da passt auf jeden Fall, ich tue da mal ein bisschen Kobbel rein. Kobbel kann ja nie schaden. Wir bräuchten eigentlich eine zweite Kiste. Ja, haben wir jetzt nicht. Machen wir uns aber... So, eine Doppelkiste ist nämlich immer wichtig. Und dann packe ich am besten auch schon mal... Nein, nicht hier, nicht da. Ach, wir haben gar keinen Kobbel mehr. Ach, ihr könnt mich sonst wo mal. Ich tue jetzt meine ganzen Scheiß-Dirt hier raus. Kack-Dirt, Entschuldigung. Ich wollte Scheiße sagen. Ich wollte Kacke sagen. Macht zwar keinen riesengroßen Unterschied, funktioniert aber auch. So, dahin. Ich kriege die Kiste nicht mehr auf. Ich sollte vielleicht die Axt benutzen. So, der Kobbel ist immer noch drin. Ja, das finde ich jetzt aber gar nicht schön. Das passt mir jetzt wirklich nicht. Aber ich kann das entfernen, das entfernen, das entfernen. So, und dann sieht die ganze Sache doch schon wieder anders aus. Dann platziere ich das Teil nämlich doch, ja, weg, 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 weg. So, wir können mal ein bisschen futteln. Und da kommt die Kiste rein. Dann müssen wir die allerdings auch wieder abbauen. Puff, oi. Ja, Kistchen. Dahin. So. Da dörten wir uns jetzt einen zurecht. So, den Kobbel knall ich erstmal hier unten rein. Ach, der Dirt ist ja immer noch Dirt. Dirt! Guck Dirt mal da. Guck mal den Dirt da. Jo. Macht denn der dumme Döter? So, das reicht jetzt erstmal, ja. Nicht mit Marusio. Mal gucken. Also, die Kiste ist fast leer. Ja, super. Dann baller ich die doch auch direkt mal in den Keller rein. Wunderbar. Alles hoch. Die Kisten sind ja schon hier drin. Ja, ein bisschen Freiraum. 2 Kisten hierhin und... Ja, super Sache. Dann kann ich den Kobbel ja doch schon wieder rausholen. Und hier reinknallen. Kobbel, 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 Kobbel. Einwandfrei. Weltklasse. Den Dirt brauche ich ebenfalls nicht. Und dieses Baumaterial verstaue ich jetzt mal da oben. Was haben wir alles dabei? Ach, Stone. Ja. Super. Immer hin und her laufen. Immer frisch auf den Beinen bleiben. Das funktioniert am besten. Baumaterial können wir jetzt eh nichts mit anfangen. Das kann ich aber auch oben hin tun. Und... Den ersten Kies baller ich mal hier rein. Oh, eigentlich habt ihr Musik noch an. Entschuldigung, Entschuldigung. Habe ich denn? Ja. Muni ohne Ende, Fahr, alles ist super eingestellt. Dann geht's weiter hier. Das war jetzt nochmal zur Kontrolle. Wir sind im Besitz von... Noch mehr Dirt. Wo kommt denn der her? Dirty Dirt. Also bei dem, was wir jetzt vorhaben... Brauche ich keine Schere. Nein, ich brauche auch keine Säblinge. Ich brauche auch keine hundsgemeinen Knochen.
keine Wolle, keine Ahnung was, aber ich könnte das hier gebrauchen. Ja, genau. Wir basteln uns gerade nochmal ein transportable Workbench, ein Arbeitstischchen. So, setzen diesen Klunker hier alles da rein. Brauchen wir nicht Kohle, werden wir gleich genug finden. Wir haben auch noch genug Fackeln dafür. Pfeile, ja, also eine Flint nehme ich auf jeden Fall mit. Kann man gebrauchen. Nee, kann man ja gar nicht, das bräuchte ich Federn. So, wir haben ja noch ein bisschen Stone aufzuarbeiten. Den trage ich jetzt auch gerade mal in den Keller. Und dann geht's auch schon wieder weiter, keine Sorge. Es geht weiter. So, den stellen wir hier hin. Dann werden wir auch gerade noch den Dirt hier los. Alles klar, hier unten, alles klar. So. Wir sind im Besitz von einer Iron Pickaxe, noch einer Iron Pickaxe, einer Iron Shovel. Die Axe, die nehme ich zwar mit, werde sie aber wohl kaum brauchen. So, und aufräumen tun wir jetzt so. Fackeln hierhin, Schwert, Pickaxe, Shovel. Ja, genau, so muss das sein. Immer schön bewährt. Wir sind im Besitz von genügend Sticks. Ein bisschen wenig Holz. Ja, das holzen wir uns dann jetzt mal zurecht. Ich hau jetzt hier ab. Mach zur Sicherheit noch hier ein Lichtlein an, damit ich das auch immer wieder. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Oh, da, das. Vielleicht soll ich den Berg einfach mal wegzimmern. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es das bringt. Wir haben keine Nahrung, sehe ich gerade. Das ist furchtbar. Und jetzt weiß ich auch wieder, wo wir stehen geblieben sind. Also bevor ich jetzt meinen gehe in der Runde, gehe ich nochmal rein. Hol das gemeine Wooden Pickaxe. Ich brauche die Wooden Hoe. Die Dry Seeds und diesen Buccaneer Eimer. So, schleiche mir den Trampelpfad hier runter. Bum, 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 bum. Irgendwie müssen wir ja zu Rande kommen. So, Eimerchen, du bist eine wunderbare Wasserquelle. Eine schier endlose Wasserquelle. Dahin. Dahin. Und das war jetzt falsch. In der Mitte muss ich abgreifen. Und dahin. So. Du Ho. Ho. Hat sich jetzt ausgeholt. Wir fangen am besten hier in der Ecke an. 1, 2, 3 und dann ist gut. Das dürfte jetzt auch recht schnell dunkel werden. Tut es aber nicht. Das ist mir jetzt egal. Hauptsache, hier kommt keiner rein. Außer mir. Gut. Dann wollen wir jetzt mal auf die Nahrungssuche gehen. Das schnellste Getreide schaffen wir jetzt auf die Schnelle nicht. Es sei denn, ich hole mir jetzt hier noch ein paar Sämelchen. Ja. Das wäre ja mal eine Maßnahme. Ach ja, hier haben wir noch ein bisschen Auswahl hier oben. Guck mal, ja. Wird sich doch der ein oder andere Samen finden lassen. Los. Mutter Natur, du bist der beste Samenspender. Da haut man so ein Büschel und zack, kriegt man schon 3 Körnchen raus. In diesem Fall, ja, 4 Körnchen. Huch. Ja, jetzt lauf nicht zu weit. Ah, Hühnchenfleisch. Ja, Hühnchenfleisch. Heide, Witzka. Gib Gas, mein Freund. Gas. So, alles aufgesammelt, schnell nach oben. Das Tageslicht. Dann haben wir wenigstens etwas Fleisch. Und mal schauen, ob ich auch eine Feder erwischt habe. So, jetzt können wir gucken. Ja, 2 Federn sogar. Wunderbar. Komm, schwing die Hufe, Junge. Ach so, wir müssen jetzt eh den Eimer wieder abgeben und... Halt, bleib stehen. Ich weiß ja, wie hoch diese Bäume sind. So, bis dahin kann ich. Deswegen... immer einen festen Untergrund lassen für die Bäumchen. Ha, das reicht so gerade eben. Hier das Bäumchen, das nehmen wir auch mal weg. Das muss ja jetzt nicht sein. Nanu. Für euch Gollini selber. Jetzt muss ich doch tatsächlich hier noch ein... Ich muss gar nichts, muss ich.
Null muss ich. Komm mal hier den Samen alles weg. Jo, ist denn der Baum. Ha, einer geht noch. Zack, da können wir runter, hier können wir runter. So, es wird schon wieder Nacht, habe ich gehört. Ja, tatsächlich. Bevor es jetzt komplett nächtelt, machen wir schnell noch zwei Teile. Es wächst schon. Sieht ihr, wie die Wurzeln schlagen? Die Samen Wurzeln schlagen. Da ist eine Wurzelbahn. Los, ab nach oben. In die Eier. Ja, ich habe ja schon Blümchen hier. Super.